Dr. Dietmar Takt. Videokolumne Nummer 24. Juni 2022. Carmen. Von Georges Bizet. Genauer gesagt, der Einsatz der, des oder des Triangels. Also eines Instruments, das zu den kleinsten Instrumenten im Orchester gehört und in dreierlei Geschlecht existiert. Ursprünglich ein Neutrum, Triangulum im Lateinischen, aber dann im Deutschen entweder als der, die oder das Triangel geläufig. Das Instrument, von dem Hector Berlioz auch in seiner berühmten Instrumentationslehre schreibt, ist ein Instrument, das man, so Berlioz, äußerst vorsichtig einsetzen sollte. Er schreibt dort, mit diesem Instrument wird, ebenso wie mit der großen Trommel, den Becken, den Posaunen, den Pauken, kurz mit allem, was lärmt oder eher laut schallt, ein höchst bedauernswerter Missbrauch getrieben. Dabei ist es im Orchester noch schwieriger, als alle anderen Instrumente zu verwenden. Sein metallener Klang passt nur zu Musikstücken von außerordentlich brillantem Charakter im Forte oder von einer gewissen wilden Bizarrerie. Diese Bizarrerie ist sicherlich ein Teil dessen, was Bizet in gewisser Hinsicht auch erzeugen wollte. Schließlich spielt diese Oper Carmen im tiefen Süden von Spanien und dort gehören Instrumente wie das Tamburin, aber eben auch die Triangel oder später die Kastagnetten zu einer akustischen Couleur locale, mit der er versucht, einen spezifischen Klang zu erzeugen, um eben die Atmosphäre dieses Ortes einzufangen, um aber auch einen bestimmten spezifischen Klang, einen Klangchiffre dort für den Hörer hörend zu erzeugen. Diese Instrumente werden dort eben entsprechend oft eingesetzt. Auch die Kastagnetten. Es handelt sich hierbei um muschelförmige, leicht ausgehöhlte Holzschalen, die es in drei Ausführungen gibt. Erstens als Tanzkastagnette paarweise in der Hand zu verwenden. Dann als Kastagnette mit Spiel und als Kastagnetten, die an einem Stativ befestigt sind und mit einer Spiralfeder zusammengehalten werden. Aber zurück zur Triangel. Die Triangel wird von Bizet in einigen sehr leisen Stellen verwendet, aber zumeist dann doch, um den Rhythmus dieser großen Orchester-Tutti zu markieren, um dort mit dem Klang, der ja über alles drüber schallt, der dem Orchesterklang oben einen brillanten Spitzenton, eine quasi Überzuckerung verleiht, dort mit diesem Instrument eben den Rhythmus zu markieren und eine spezifische Klanglichkeit für diese Oper zu erzeugen. Sollten Sie noch Fragen haben, schreiben Sie eine E-Mail an drtakt@deutscheoperberlin.de.